Heinz, wir befassen uns heute mit der Frage, wie kann man das prämenstruelle Syndrom, kurz PMS, aber auch die Wechseljahre natürlich behandeln. Hast du da gute Ideen? Ich arbeite schon lange mit diesen sogenannten bioidentischen Hormonen, weil ich einfach den Eindruck habe, dass die Produkte, also Pille, Spirale, Hormonpflaster, das sind synthetische, veränderte Hormone. Und die haben gröbere Nachteile, Nebenwirkungen, die ich bei den bioidentischen, das heißt körpereigenen Hormonen, nicht sehe. Was sind das so die häufigsten Nebenwirkungen, die wir ja nicht haben wollen? Was? Das für mich das Schlimmste sind die psychischen Veränderungen. Mhm. Wir haben nicht gelernt, dass Progesteron ein wichtiges Hormon im Gehirn ist. Also mit zu wenig eigenem Progesteron geht es uns psychisch nicht optimal. Wir sind Stimmungstiefs und einfach, man ist depressionsanfällig, wenn man zu wenig Progesteron hat. Auch die Männer. Also wäre eigentlich bei einer Depression auch die Frage, warum oder wo stehen wir mit den Hormonen? Unbedingt, ja. Mhm. Das bei Depressionen ganz ein wichtiger Aspekt. Die Hormone. Ja. Ja. Ja, also eben Progesteron als ein natürliches Antidepressivum. Progesteron braucht es auch für die Schilddrüse. Ich sehe das immer wieder bei Frauen, die Hashimoto-Entzündungen haben. Da haben mehr als die Hälfte haben über 10 Jahre eine Pille gehabt oder eine Spirale in der Anamnese. Also das beschädigt die Schilddrüse langfristig. Okay. Ja. Ja. Und deswegen versuche ich, wenn es immer geht, auf die natürlichen zu wechseln. Wie gehst du vor? Es gibt einen Speicheltest. Meine Erfahrung ist, dass Messungen im Speichel sehr viel genauer sind als im Blut. Wenn ich die Laborwerte im Blut anschaue, Progesteron, das ist zum Teil von unten bis oben 70 Mal mehr. Ich meine, da ist ja alles normal. Alle drin. Da kannst du einen Mangel ja gar nicht mehr sehen. Mhm. Und im Speichel haben wir sehr enge Normwerte. Die sind zum Teil nur 30-40% auseinander. Tief und obere Wert. Und das gibt mir extrem genaue Angaben, ob wirklich ein Mangel vorliegt. Und dann, wenn ich das Resultat habe, dann setze ich diese Hormonsalben ein. Ja. Und muss ich die Pille absetzen, wenn ich diesen Hormontest machen möchte? Das ist eine schwierige Frage. Das kann ich auch in der Praxis nicht immer genau beantworten, weil wenn ich es kommt darauf an, warum man die Pille nimmt. Wenn man sie zur Verhütung nimmt, dann darf man keine zusätzlichen Hormone geben, weil ich dann wahrscheinlich den Verhütungsschutz aufhebe. Mhm. Aber wenn eine Frau die Pille nimmt als Behandlung ihrer Schmerzen, Menstruationsbeschwerden, dann kann man sie problemlos absetzen. Ja. Das ist für dich ein reiner Hormonmangel. Ja, praktisch schon, ja. Mhm. Das ist ein Progesteronmangel. Ja. Und das wird ja, das sieht man in der Gynäkologie anders, das stimmt. Aber ich habe noch nie ein PMS gesehen mit normalem Progesteron. Mhm. Mhm. Ja. Und du kennst aus deiner Erfahrung, dass sich diese Schmerzen gut auflösen lassen, behandeln lassen? Ja, in den meisten Fällen relativ rasch, innerhalb von 3-4 Zyklen. Wenn es nicht besser, das gibt es auch. Dann müssen wir rasch kontrollieren und schauen, ob die Dosis hoch genug ist. Weil mit Hormonen müssen wir vorsichtig umgehen. Ich gehe da nicht mit der Keule, sondern ganz sanft. Und dann kann es halt vorkommen, dass die Anfangsdosis zu tief ist und dann hilft es nicht. Und dasselbe in den Wechseljahren, oder? Da kannst du auch gemäß Wechseljahrsbeschwerden die Behandlung angehen. Ja. Mhm. Es geht dort vor allem ja um die Hitzewallungen, die sind ja am meisten störend. Und Schlafstörungen. Und das hängt dann mit dem abfallenden Östrogen zusammen und auch das kann man biologisch ersetzen. Schön, finde ich gut, dass wir solche Alternativen haben.